Also hier sind Hokrates. Oje. Dann schmeiß ich mal mein Tanzi raus. Ja, ich hol meinen Quark. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Palworld. Hi. Wir sind hier noch zu zweit unterwegs, haben hier unser Lager jetzt aufgeschlagen. Der Umzug ist vollendet. Wir haben unsere ersten Gebäude überall platziert. Wir haben hier die Betten, wir haben hier die Feuerkochstation und Schmelzstation neben unserer Statue. Wir haben hier hinten Produktion schon angefangen. Genau. Dort hinten ist noch, da sind die Bärenfelder, die ersten. Eine heiße Quelle, dass sie sich ausruhen können. Und unsere Fixies waren schon wieder super aktiv und haben uns wieder einen Haufen Zeug rausgegraben. Wunderbar. Wieder 12 Palsphären, 2 Pfeile und 20 Goldmünzen. Oh wow, die sind echt Gold wert. Definitiv. Wir haben heute vor, mal unseren ersten Dungeon zu probieren. Weil ich weiß, wo ein Dungeon ist. Das ist ein Level 11 Dungeon. Und den machen wir gleich, nachdem ich den Teefrank hier gefangen habe, getötet. Oder getötet hast. Wenn man zu dolle trifft. Ich sehe gerade, wir haben noch keinen Gildennamen und ich glaube, du hattest eine ganz gute Idee. Stimmt, stimmt, stimmt. Gut, dass du mich daran erinnerst. Dann werde ich den mal umbenennen. Edama mit A, gell? Edema. Edema. R-H-R-U-H. Genau. Genau. Genau, so schreibt man's. Perfekt. Da machen wir jetzt ein kleines Rätsel draus. Das hier ist jetzt die 6. Folge. Warte, sieht man es bei mir beim Namen? Ja. Das ist jetzt die 6. Folge. Genau. In der 12. Folge lösen wir das auf, wo das herkommt. Bis dahin würde mich interessieren, ob irgendjemand von euch weiß, wo das herkommt. Edemaru. Was hat es damit auf sich? Weiß irgendjemand, wo das herkommt? Ich gebe nur einen Tipp. Es ist eine Buchreihe. Aus einer Buchreihe. Es ist aus einer Buchreihe, genau. Die sehr, sehr gut ist. Das ist jetzt mein Tipp. Und Fräulein Rabiata hat noch einen Bonustipp für euch. Genau, es gibt dazu auch ein Lied von Nightwish. Das heißt Edemaru. Das kann man sich auch gerne mal anhören. Also. Lasst es uns wissen. Folge 12 wird aufgelöst. Passt. Also, ich habe einen Teefand gefangen, wunderbar. So nebenbei. Mein Team besteht jetzt aktuell aus einem Direhole, einem Fwak, einem Tanzi, einem Hokrates und einem Teefand. Ich habe einen Lambal, einen Direhole, einen Tanzi. Was habe ich noch? Ein Foxparks und ein Kremis. Sehr fein. Genau. Ich lege jetzt halt noch schnell mein Zeug ab. Das ich mit mir rumschleppe, weil brauche ich ja nicht. Upsi. Gains. Jetzt habe ich hier das Liftmark aufgehoben. So, da. Passt. Ich habe eigentlich nichts mehr zum Ablegen. Sehr schön, okay. Ich nur ein bisschen was. Da lassen wir das noch da. Brauchen wir noch eine Truhe? Das Holz kommt da hinten. Nee, passt. Das Holz und das Stein packe ich hier hinten rein. Weil hier sind sie ja schon immer so schön passiv am Arbeiten. Mhm. Und da habe ich auch übrigens die Truhe so platziert, dass wenn du es hier aufnimmst, du an die Truhe kommst. Und auch hier, wenn du es aufnimmst, kommst du an die Truhe. Sehr schön. Weil es kann durchaus mal passieren, wenn man es länger nicht abholt, dass sich da eine Menge sammelt, dass du dich einfach nicht mehr bewegen kannst danach. Genau, dann auf geht's. Ich reise schon mal los. Ich habe mir noch schnell einen Tanzi geschnappt. Und jetzt geht's. Der heißt, wie heißt es? Hochland des Grasriesen. Genau, du bist schon da. Genau, und da ist ja dieses, der Weltenboss, das riesige Marmorest, die unaufhaltsame Naturgewalt. aktuell noch nicht machbar. Nein. Aber wir wollen hier den Strand entlang. Lass uns reiten. Auf geht's. Adiop. So, wie
Wir schauen, ob wir uns das Gummos noch auf dem Weg mitnehmen können. Die Eichel. Ja. Den gibt es ja auch als Boss. Als Weltenboss in groß. Und wenn ich mich recht erinnere, da steht irgendwie spontane Mutation oder so dort. So, hier oder unvorhergesehene. Genau, und hier, genau an dieser Stelle, ist dieser erste Dungeon. Es ist ein Level 11 Dungeon. Bei mir steht Level 13. Bei mir stand Level 11. Okay. Oh, da ist schon mal ein Daydream. Dann schaue ich, ob ich den gleich bekomme. Sollte. Passt schon, du kannst dich dabei umschauen. Passt. Und noch schnell ausgewichen. Oh, hier sind Killer Mardis. Oh, da will ich auch eins. Zwei sind. Jetzt versuche ich erstmal das Daydream zu fangen. Ei. Passt. Ja, ich habe das aktuell noch so drin, dass nachdem ich einen Ball geschmissen habe, ich sofort ausweiche. Weil dadurch, dass wir ja so viel auf dem Server spielen, da haben wir immer eine Verzögerung. Und da kann es so leicht passieren, dass das Viech noch eine Attacke macht, obwohl es schon im Ball drin ist. Und da will ich das einfach gleich mal gedodged haben. Ja. Ja, ich habe eins. Komm. Du schaffst es auch. Da. Jetzt hat war's zum Beispiel. Ja. Du hast gesehen, ich habe geworfen, aber er hat gerade noch die Attacke abgesetzt. Jawohl, ja, ich habe auch eins. Sehr cool. Dann lass uns weitergehen. Auf in die Minen. Die Minen von Moria. Ja. Also ich finde es halt auch einfach voll schön. So, wir kommen daher. Mhm. Mach mal wieder Uhrzeigersinn. Starten bei links und im Uhrzeigersinn rum. Ja. Ich habe mich einmal schon so dermaßen verlaufen. Ein bisschen im größeren Dungeon. Ich bin einfach nicht mehr rausgekommen. Magst du das Daydream? Gerne. Passt. Dann helfe ich dir. Danke. Warte, ich schmeiß mal. Ah, 34%. Sonst lass mich da nochmal schießen. Ja, nochmal bitte. Nochmal kurz. Ja, und. Ja, ich hab's. Ein Träumchen. Juhu. Und ich hab ein Level Up. Wunderbar. Kann ich gleich meine Ausdauer erhöhen, beziehungsweise mein Tragegewicht. Also Wilderer. Oh, ich bin schon da. Dann. Hallo. Wow. Meine Todesente. Ihr schnappt sie nicht. Oh, sag mal. Wie die immer gurgeln. Die Ente, die ist voll, also das Schnabeltier ist ja total beweglich. Hast du das gerade gesehen? Das ist also auch ausgewichen. Fuck. Okay, also hier scheint nichts zu sein. Nein. Eine Sackgasse. Eine Kiste irgendwo. Ja, hier ist eine. Magst du sie öffnen? Nein, mach du. Und sag mir, was drin war. Brot, 89 Goldmünzen und eine kleine Palseele. Okay, passt. Wow. Wow, wow, wow. Wir sind jetzt im Dungeon drin und mein Bogen ist kaputt. Nein. Oh nein. Alles gut, ich gehe auf den Knüppel. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben, aber mit diesen kleinen Palseelen kann man an der Statue seine Pals auch verbessern. Ja, es gibt ja mehrere Methoden, die Pals zu verbessern. Genau. Zum einen mit den Seelen. Dann kannst du auch den Status oder die Statuspunkte von deinen Pals verbessern, wenn du diesen Pal-Entsafter hast. Mhm. Dann brauchst du ja auch immer ansteigende Anzahl der gleichen Pals, um einen Pal zu verbessern. Genau. Dann Zucht natürlich. Klar, aber das ist ja alles noch ganz weit weg. Ja, das ist dann eher so mit bis Endgame-Content. Aber ich muss sagen, diese Palseelen. Bis auf den Anfang, wo ich sie dir mal geklaut habe, habe ich die noch gar nicht genutzt. Ein Mao. Oh. Und Wilderer.
Ich komme. So, wilder Riss. Down. Jetzt sehr schaue ich, ob ich da einen Mau bekomme. Mit meinem Knüppel. Ui, das dauert. Warte, ich komme. Oh, meine Rüstung ist beschädigt. Ich bin tot. Warte, ich erweck dich gleich. Oha. Jetzt hast du erstmal den Killer Mari schnell. Wie viele Sekunden hast du 80. noch? 80. Passt. Gib mir noch kurz. Ich komme, angekrochen. Nee, passt schon. Ich muss ihn nur weit genug runterkriegen, dass er einmal da drin ist, dass ich die Zeit bekomme. So. 70. Ich bin schon am Reanimieren. Und fang nebenbei noch das Mau. Multiple Tasking am Start. Danke. Bitte, ich habe leider dein Killer Mari fangen müssen. Ist kein Problem, das hat mich fast gekillt. Da ist noch ein wilderer Rookie. Du schießt gegen die Wand. Ja. Konstant. Ich dachte, ich komme vielleicht irgendwann drüber. Der bewegt sich nicht. Ich knüppel den. Spar dir die Pfeile. Knüppel ihn. Kann ich eigentlich, wenn ich jetzt zwei Holz hätte, könnte ich... Nee, primitiv brauche ich nicht. Ich brauche die Reparaturwerkbank und da brauchen wir auch noch Steine. Ich habe leider keine Steine. Stimmt, dass wir uns einfach schnell eine Reparaturbank reinhauen, gell? Das wäre eigentlich eine Möglichkeit. Da ist nochmal ein Mao. Na gut, dann kann ich hier jetzt ein bisschen wenig mithelfen im Dungeon. Ja. Können wir ja gemeinsam. Und das ist jetzt deins, lass mich mal. Warte. Und, warte, noch nicht. Jetzt schmeiß. Jetzt hast du mich vor sie getroffen. Ich hab das mit dem Ausweichen einfach noch nicht so drauf. Achtung. Jetzt hat. Nein. Nochmal gleich schmeiß. 50%. 70. Jawoll. Jetzt hat. Da ist nochmal ein Mau. Mhm. Das ist klar. Oh, jetzt ist auch mein Ding kaputt. Mein Bogen. Na? Wow. Dann ist es jetzt mehr als fraglich, ob wir den Boss jetzt dann überhaupt schaffen mit zwei schlechten Knüppeln. Ja. Aber wir haben ja unsere Pals, die können ja auch. Stimmt, die können uns ja helfen. Ich habe Pfeile gefunden. Sehr gut. Nächste Kiste ist wieder deins. Was ist hier? Ist das ein Stein zum Abbauen? Ja. Ja. Schwefel. Schwefel? Mhm. Oha. Brauchen wir ja dann später mal für Munition und ja, so. Ja, stimmt. Ich dachte, okay. Das gibt's nur in einem anderen Gebiet. Ich war mir auch nicht bewusst, dass es auch in solchen Dungeons Schwefel geben könnte. Das ist aber gut zu wissen. Also wieder Wilderer, Rookies. Hört ihr auf den Pal einzukloppen. Da ist doch gar keiner. Ja. So. Los. Der ist schon gut. Schon gut. Da, und jetzt schnappt ihr den. Komm, go. Gut. Oh, ich häng fest. Jetzt. Da sind nochmal zwei Mau. Weißt du was? Hä? Ich habe jetzt eigentlich meinen Frog rausgelassen. Ist das sich vielleicht verdickt? Ach, die armen Maus. Nice. Wo ist das andere? Da ist es. Da ist das andere. Ich habe eins. Passt. Ich habe meins getötet. Oh nein. Ich habe gerade gesehen, ich habe sogar noch Statuspunkt.
Dann erhöhe ich mal kurz einmal Lebenspunkte und einmal mein Gewicht. Einfach, dass ich noch ein bisschen mehr Puffer habe jetzt halt für den Anfang mit meinem Leben und Gewicht natürlich zum Schleppen. Ja, das ist echt so wichtig. Da geht es jetzt noch links rum, genau. Und jetzt können wir uns entscheiden, wie der Uhrzeigersinn, oder? Ja, wir müssen ja erst links rum. Da können wir uns nicht entscheiden, wir haben nur den Weg. Oder wir gehen zurück. Nee, da ging es auch noch rechts rum. Ja, da war es mir hergekommen. Ah, wow. Hör mir doch zu. Deswegen verlaufe ich mich auch ständig. Deswegen sollst du mir ja zuhören. Also hier sind Hokrates. Oh je. Dann schmeiße ich mal meinen Tansi raus. Ja, ich hole meinen Quark. Und jetzt schaue ich mal, ob ich vielleicht denselben Gegner angreifen, vielleicht mit dem Kleinen erstmal starten. Und vielleicht können wir die ja schon mal wegfangen. Ich habe mal schnell einen Ball geworfen. Ich glaube, ich habe falsch getroffen. Ich glaube, du hast schon. Habe ich deinen jetzt getroffen? Nee, nee, alles gut, ich ist egal. Gefangen. Hauptsache, die sind weg. Passt. Jetzt der Kleine, den fängst du, den Kleinen. Los, schnapp ihn dir. Oh, mein Tansi ist tot. Jetzt haben sie den Großen gekillt. Nein! Bevor ich was schmeißen konnte, Mist. Oh, Mist. Egal. Müssen wir wiederkommen. Irgendwann findet man schon wieder. Die respawnen, ja. Aber wir haben den Boss gekillt. Ja! Ohne Bogen. Sehr schön. Mit unserem Pals. So. Und unseren Knüppeln. Links oder rechts? Ich nehme links, ich laufe schon drauf zu. Dann nehme ich die rechte Kiste. Ein Rubin und ein schlaues Technikhandbuch. Rubin und Thermounterwäsche. No. So, mit dem Technikhandbuch habe ich nochmal einen Technologiepunkt bekommen. Top. Was können wir uns denn jetzt noch Feines machen? Ein Baseballschläger, Giftbogen mit Giftpfeilen und sonst Metallaxt. Metallspitzhacke kann ich machen. Dreischussbogen ist wichtig für mich. Hochwertige Werkbank. Ein Fleischerbeil zum Pal. Nein. Schlachten. Ja. Eine Fellrüstung. Mittelalterliche Pharmaziewerkbank schalte ich gleich schon mal frei. Ein Gillette-Sattel. Ich habe ja schon eins, also kann ich mir den vielleicht machen. Das taucht bei mir noch gar nicht auf, schau. Und eine Armbrust wäre machbar. Armbrust oder Dreischussbogen? Was möchtest du als nächstes haben? Den Dreischussbogen kann ich mir schon selber machen. Also du kannst gerne die Armbrust freischalten. Dann Dreischussbogen, wo kommt denn der? Auf welchem Level? Der ist auf Level 10. Ah, habe ich auch schon freigeschaltet. Mhm. Passt. So, dann. Super. Erstes Dungeon geschafft. Ja, Dungeon Numero Uno. So. Leider so mittelmäßig erfolgreich. Jeder von uns hat einen Sokrates zwar gefangen, aber wir haben leider den Boss getötet. Ja. Und ich habe jetzt gerade eine Sphäre verschmissen. Ich auch. Naja. So. Schlammschuss. Reiten wir zurück. Ist das dein Gummus? Nein. Nein. Ich wollte es jetzt fangen, aber mein Direhole ist zu stark. Da ist ein Ei. Ein Kochei. Feuerdrüse. Was hast du gefunden? Eine Feuerdrüse lag hier rum. Hm. Ja. Aber ganz knapp. Ja, bei mir auch. Passt. So. Dann mache ich jetzt den Rest der Folge folgendes. Zurück ins Lager. Dann schauen wir mal, was wir für die Armbrust brauchen. Dass ich das organisiere. Bis dahin vielleicht den Bogen noch kurz reparieren. Weiß ich noch nicht. Da ist unser Lager. Musste ich kurz gucken. So. Ja. Lass die Ente mal in der Zwischenzeit noch weiter Pfeile machen. Dreischussbogen könnte ich jetzt sofort einen machen. Für die Armbrust brauche ich ja dieses Hochwertige. Dann mache ich mir jetzt erstmal einen Dreischussbogen. Weil auf den will ich ja dann auch switchen. Ja. Und dann braucht man, glaube ich, nochmal Stein und so weiter. Brich mal die Pfeilproduktion ab, da kriegst du nämlich nochmal Holz und Stein raus. Mhm. Und sammel das auf.
Und dann schau mal, was du noch für einen zweiten Dreischussbogen brauchst. Warte. Andere Werkbank angucken. Ich hab alles. Kann ich schon anfangen? Dann fang schon mal an. Dann kannst du dir deinen auch gleich machen. Dann kann ich meinen alten Bogen weghauen. Ja, ich meine auch. Und meine Rüstung muss ich dringend reparieren. Oh, ich bin hungry. Oh je. So. Warte, ich helfe dir mal mit deinem. Zuerst, dass der schneller fertig wird. Ja. Dann kannst du nämlich weitermachen. Ja, ich werde jetzt die restliche Folge jetzt schauen, was ich noch nacheinander machen wollte. Ich habe jetzt die hochwertige Werkbank freigeschaltet. Dazu braucht man Nägel. Mhm. Und die brauchen wir dann auch, um die bessere Spitzhacke und so weiter zu machen. Das heißt, wir brauchen Eisen. Wir brauchen Eisen. Wir brauchen... Ich habe ein Level abbekommen aus dem Nichts heraus. Echt jetzt? Geh mal wieder auf Gewicht. Was habe ich wieder freigeschaltet? Ich komme ja gar nicht mehr hinterher. Palsphären, Werkbank und Megasphären. Sehr schön. Für die Palsphären, Werkbank, also hier brauchen wir Nägel. Hier brauchen wir noch Stoff 2. Passt. Dann mache ich... Wie viele Nägel brauchen wir? Ich habe ein Hirn wie ein Sieb. Wie eine Obstfliege. So, ich mach schnell Nägel. Mein Bogen ist jetzt gleich fertig, dann helfe ich dir. Weil dann würde ich nämlich eine der Werkbänke abreißen und würde dann die hochwertige da hinsetzen. Mhm, gute Idee. Und zwar die äußere, weil da habe ich nämlich schon festgestellt, die spinnt manchmal ein bisschen. Okay. Magst du vielleicht noch kurz an der anderen Werkbank schon mal noch 2 Stoff machen? Ja. Das wäre sehr lieb. Ist in Produktion. Mein Lamberl webt seine eigene Wolle. Wow. Und freut sich. Passt. Jetzt kannst du wieder einsteigen. Super. Ja. Ich gehe dann vielleicht mal noch mal ein bisschen nach Erz gucken für Metallbaren, oder? Mhm, ich habe dir ja gezeigt, wo es welches gibt. Mhm. Muss man zwar ein bisschen klettern, aber direkt da oben, das sieht man jetzt halt über meinem Kopf auf der Hochebene, da sind immer so, wie viel sind es? 6 oder so? 6 oder 7 so Erzvorkommen. So, jetzt ist die eine Werkbank weg, die primitive, und ich mache jetzt hier eine hochwertige hin. Wenn ich genug Holz hätte. Jetzt haben wir kein Holz mehr. Ich gehe schnell. Warte. Hier im Lager war noch ein ganzer Schwung Holz. Hier ist nochmal ein Schwung Stein. Habe ich jetzt genug? Habe ich genug? Ja. Perfekt. Aber wir brauchen dann nochmal, glaube ich, Holz. Ich hack schon. Holz und Pallium haben wir, glaube ich, genug. Aber wenn du schon mal Holz hacken möchtest, wäre das sehr nett. Passt. Dann kommt jetzt hier die hochwertige. Vielleicht versuche ich mal mein Glück mit einem Hirsch. Oder haben wir schon einen Hirsch? Oh, habe ich gerade nicht im Kopf. Für den Holzabbau. Kommen sie alle angelaufen. Das Livmon kommt auch noch angelaufen, gerade rechtzeitig. Und jetzt freuen sie sich, weil sie mir helfen durften. Gut, die hochwertige Werkbank steht. Hier brauchen wir dann auch noch Metallbahn und Nägel. Und eine Fellrüstung könnte ich schon 2 Stück machen. Dann kann man nämlich das aufrüsten. Gerne. Dann rüsten wir mal schnell ein bisschen auf. Und dann würde ich damit dann auch die Folge beenden. Also wir machen jetzt auch die Fellrüstung. Werden dann außerhalb von der Kamera nochmal ein bisschen Ressourcen farmen. Nimm sie dir. Mhm. Werden dann nochmal ein bisschen Ressourcen farmen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und überlegen, was wir dann machen. Ich glaube, ich werde mal eine komplette Runde machen Richtung rotes Gebiet. Schauen, dass wir mal Pals fangen, ein paar Level gut machen. Und also ein bisschen Action quasi geben. Sehr cool.
Die Fellrüstung ist angelegt. Nochmal deutlich wärmer. Stoffkleidung ist entsorgt. Passt. Sehr dann schön. Beenden wir die Folge an dieser Stelle. Bist du bereit? Magst du dazukommen? Ja, nein, bin schon da. Oh, ich hänge. Jetzt. So. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hat uns sehr gefreut. Ja. Ich hoffe, ihr werdet das nächste Mal auch wieder einschalten. Ich werde das nächste Runde werde ich mal so ein bisschen leveln gehen und Pals fangen, was geht. Schauen wir uns im roten Gebiet um. Vielleicht finden wir noch ein paar Sparkits oder andere Viecher, die wir noch brauchen. Ein paar Level gut machen, aufrüsten, Ressourcen farmen nebenbei. Das machen wir jetzt halt außerhalb von der Aufnahme. Und dann schauen wir einfach mal, wo es uns sonst noch hintreibt, weil ich würde gerne dann auch nochmal den nächsten Boss dann auch in Angriff nehmen. Also mein Ziel ist es hier jetzt, das möchte ich nur kurz erwähnt haben, ich würde gerne mal so ziemlich, also von den Dungeons möglichst alle, von den Sphären, wo Bosse drin sind, würde ich gerne alle mal durchlaufen und auch alle Weltenbosse. Weil die haben ja dann alle einen schönen Haken dort, welche wir abgehakt haben, also die machen wir einen nach dem anderen durch. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr uns dahin bis dahin begleiten würdet. Mich auch, ja. Wir wollen die ganze Insel mit euch erkunden. Also, wir freuen uns auf die nächste Folge. Passt bis dahin auf euch auf und ciao. Auf Wiedersehen.